So, die haben mir sogar Lead gegeben, also ich kann hier sogar einen Pull-Timer schmeißen. Komm, wir hauen sogar Five, die Buffs four, drauf, weil wir es three, haben. two, one. Hier mit Full Support rein. Tschüss, Trinket, hast du ein Dings gemacht? Ich habe eben mein Trinket ins Gravel gehauen. Dann hat mich hier vor der Inni einer an, also jetzt hier gerade, wollten gerade starten, hat der eine mich angehauen, ob es ein Anzeigebug ist oder ob ich nur ein Trinket habe. Und dann schaue ich so und denke mir, fuck, ist das jetzt ernsthaft passiert? Ich habe nur ein Trinket an. Oh, stell dir, da war die Explo. 200k DPS, da geht was. Wie viel war jetzt das Trinket davon? Oh, da kommt jetzt hier der böse Bube. Ah fuck, jetzt habe ich diesen Gammelbären, ne, weil ich die eine Waffe nicht umgemockt habe. Zieh den gleich mal runter, dass wir unten Platz haben, weil den brauchst du nicht irgendwie da oben basteln, sondern den kannst du einfach ganz gemütlich unten machen. Weil da hast du dann genug Platz. Aber jetzt habe ich halt diesen Schmutzbären quasi, weil ich habe jetzt die andere Waffe angezogen, die 4,75er. Und die nicht quasi umgemockt. Naja, egal, für die Instanz muss es jetzt gehen. Jetzt haben wir halt diesen 0815 Bären. Aber ich habe jetzt halt zu viel Corruption. Ja, der ist hässlich, ich weiß. Der taugt doch nichts, der Bär, aber was willst du machen? Alter, wie lange machen denn die an den Dingern rum? An den Tentakelteilen? Ah, jetzt ist halt hier dieses Riesending. Komm, das machen wir aus. Okay, es ist schon hier wieder despawned. Jetzt können wir langsam wieder hinter. Ja, genau, aus der Instanz gehen und sagen: Leute, ich muss fix mal einen Bären umtransmoggen. Ja, super, er spawnt halt neben mir. Okay. Aber schau mal, so viel Schaden macht's mir jetzt nicht. Ich habe fast 1 Million live. Wo ist jetzt die Tür offen? Hier, das ist immer die beschiss. Also ich finde, das ist eine der beschissensten Türen tatsächlich. Na komm, wir hauen jetzt einfach die Dinge rauf. Haben wir jetzt hier noch so einen. Spawnt da auch noch ein Geist rein? Ja, spawnt auch noch ein Geist rein. Wunderbar. Also hier, ne, bei diesem Zwielichtsding habe ich halt schon ein bisschen Angst, dass das mal übelst die Mobs addet. Habt ihr gesehen, weil der Strahl geht halt so nach vorne. Wenn der jetzt unten hier die Mobs geaddet hätte, die hochrennen, das zieht dir hier die komplette Inni mit, ne? Deswegen bei diesem Zwielichtsding, ich bin da halt echt ein bisschen skeptisch, muss ich euch ehrlich sagen. Ob das nicht mehr mal ist Genick bricht tatsächlich. Kann man hier drüber springen? Ja, kann man, okay. Boah, dieser Bär ist halt richtig ätzend, ne? Ob der mir nicht mal das Genick bricht hier. Ich weiß gar nicht, ob diese kleinen Mobs. Alter, okay. Wo haben wir denn die jetzt schon wieder her? Komm, ich pull mal ganz gechillt. Ich hätte jetzt hier eigentlich wieder ein paar mehr Mobs zusammengepullt, aber ich krieg jetzt schon relativ gut auf die Fresse tatsächlich. Hey, danke dir fürs Followen. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, welche von den Mobs hier tatsächlich uns den Platzen-Debuff auslösen. Ah, okay, das ist jetzt nicht so ganz gut. Kicken wir sie mal einmal weg. Die wollten nämlich hier Spirenzchen machen. Komm, ich ziehe jetzt lieber mal eine Wall. Ein bisschen viel Kacke drauf gerade. Alter, die Mobs leben halt so ewig. Also wir haben halt leider nicht so geilen Schaden tatsächlich. Der DH macht ganz. Der Hexer, der stinkt halt voll immer eh Schaden ab. Der macht halt 40k, ne? Weiß ich nicht. Da gewinnst du halt keinen, ne, keinen Blumentopf mit dem Damage. Da gewinnst du keinen Blumentopf. Oh fuck, jetzt haben wir noch mehr geaddet. Aber ich habe Ding ready. Ich habe eine Explo gleich, falls ich low droppen sollte. Könnte Schwein noch adden.
Habt ihr gesehen, da kam dieser Geist, ich habe meine Explore reingehauen, mich wieder hochgezogen damit. Also ja gut, der Pala, der macht schon ein bisschen E-Schaden, aber der Hexer, der ist eher ein bisschen low unterwegs. Ah, super, es spawnt halt hier in mir drin, ne? Also dieses Viech, ne? Es ist halt ein bisschen risky mit über 40 als Tank zu spielen. Aber ich wollte halt wenigstens ein Eck kriegen wollte, damit es nur ein bisschen Schaden macht. Nächsten Hunde pull ich mal ran. Bisschen Mana hat er ja noch. Okay, da war wieder der Geist. Jetzt sollten wir mal den Stack auslaufen lassen. Oh fuck, da kommt wieder so ein Ding. Okay, jetzt müssen wir dann langsam mal ein bisschen vorsichtiger agieren hier. Jetzt habe ich keine Wall mehr. Da kommt schon wieder so einer. Da können wir eigentlich nochmal hier den einen dazu pullen. Das orientieren. Ja, ich habe halt nur einen Gammel-Key, deswegen muss ich da halt ein bisschen gucken, aber ich gehe einfach in Gruppen rein, dann passt das auch. Okay, der brefft hier noch rein. Muss jetzt bloß immer ein bisschen gucken, ob der Heiler. Okay, der hat einmal hier so ein Dings gefressen. Kicken wir sie einmal weg. Muss ich den mal gleich wrecken lassen, den Heiler. Oder was hat er noch? Jawohl, jetzt hat wieder ein bisschen Mana gekriegt. Na super, da spawnt wieder so einer direkt in der Ecke drin. Spawnt schon wieder so ein Scheißvieh hier. Aber ich konnte da jetzt nicht weglaufen von dem, weil sonst hätte ich die Mobs nicht antanken können. Aber zum Glück habe ich meine Explo ready gehabt und habe mich wieder vollziehen können. Aber das war jetzt ein bisschen risky tatsächlich. Ja, wenn es ungünstig spawnt, kannst du dir natürlich dann schon einen Rest geben, ne? Kann dir dann schon den Rest geben. Jetzt haben wir schon relativ viel Trash gemacht. Spawnt er da wieder rein hier? Und da mal raus aus dem Auge. Aber der Heiler macht das eigentlich ganz gut. Jetzt lassen wir den mal hier einmal ein bisschen Mana regen. Der DH hat gefragt, ob wir mehr Trash machen können für Meta. Jetzt habe ich hier einfach nochmal die Maden gepullt, dass er hier Sachen aufbauen kann. Super, jetzt spawnt hier nochmal alles. Jetzt habe ich halt gegen den Boss nicht mehr sonderlich viel Schaden, ne? Weil ich halt nicht mehr zweimal Ding drauf habe, nicht mehr zweimal Echoing Void. Das merkst du halt schon. Also dafür, dass wir jetzt nochmal Trash gepult haben für seine Meta, überzeugt der Ding halt jetzt nicht so, ne? Tatsächlich, der DH. Also, 50k ist jetzt nicht shittig, ne? Brauchen wir nichts sagen. Aber dafür, dass wir jetzt extra nochmal seine CDs da hochgeballert haben, ist er überzeugt der jetzt nicht so krass, tatsächlich. Vor allem hier kannst du auch noch ein bisschen cleaven. Warum ich nutze hier auch noch Ding, Inka. Können wir sie nämlich noch ein bisschen mit Bugs basteln? Ah, fuck it, jetzt konnte ich ihn nicht mehr.
Okay. Ich zieh meine Wall, ich gehe da jetzt nicht raus. Ich hätte da gar keine Wall ziehen brauchen. Also es macht halt eh nicht so viel Schaden. Ja gut, jetzt ist der Erste, der DH. Mal sie explodieren. Aber, also, wir haben jetzt halt nicht so einen krassen Schaden dabei, ne? Also wenn ich jetzt so gucke. Kicken wir den nochmal weg hier. Super, ich kick den weg und er hat seinen Vortex hier vorne hingelegt und er wird halt wieder komplett reingezogen. Also mein Wegziehen hat halt nichts gebracht, quasi. Wirklich gar nichts. Ja, diesmal mache ich aber den Mob hier. Hauen wir jetzt erstmal die Viecher hier weg. Den können wir dann später usen. Die Milis haben keinen Hit gekriegt. Du kannst da außen schon rumlaufen. Das Problem ist, ganz an der Melee-Range bist du geslowt wie so ein Stück. Du musst ein bisschen weglaufen, sonst wirst du halt wirklich weggeslowt wie so ein richtiges Stück. Ich bleib schon so nah dran, dass die Milis nicht weggehauen werden, keine Sorge. Ach komm, du musst halt alles rausziehen, das gibt's doch nicht. Warum muss er denn da reinlaufen, dieser Spacken? Jetzt kicke ich den nochmal weg, dieses Geisterviech. Jetzt haben wir halt alle Mobs und ich habe 0 CDs für die zum Cleaven. Naja, aber gut. Dieser DH, echt. Movement-König vom Herrn. Ich sag's euch. Komm, jetzt mal ein bisschen Auto-Hit. Ich muss nebenbei was trinken. Hütet euch. Da machst du gerade die Flasche auf, ne? Und dann kommt schon wieder eine Void, wo du rauslaufen musst. Hey, ich grüße dich. Also ich darf nicht vergessen, dass ich da hinten noch den Trash machen muss. Nicht, dass das genauso wieder so ein Abfuck-Ding wird wie das letzte Mal. Okay, das Kicken war jetzt tatsächlich nicht gewollt. Aber wir sagen jetzt einfach mal, ich wollte die Cast interrupten. Okay, jetzt läuft er weg. Hütet euch. Hütet euch. Alter, dieser Slow. Komm, Explo rein. Wir haben's doch. Ah ah. Muss von dem Ding weg. Ich hab ihn nochmal weggenockt, jetzt verschwindet er. Ja, warte mal, wir haben kein HT gezogen eben? Oh mein Gott. Wir haben halt ernsthaft kein HT gezogen. Oh mein Gott. Ja gut, ich habe jetzt halt auch nicht geguckt, dann ziehen wir jetzt halt einfach hier bei dem Drums. Also, ja, richtig bitter jetzt gerade. Das ist jetzt gerade richtig bitter. Ja, keine Ahnung. Ja gut, ich habe jetzt halt auch nicht geguckt, ne? War jetzt halt auch mein Bad. Aber sonst zieht halt immer hat halt, wenn dann irgendjemand HT oder zieht Drums oder irgendwas. Und ich habe jetzt einfach nicht aufgepasst. Ach, sein Eierbeam hat gepullt, ja. Ja gut, scheiß drauf, jetzt habe ich halt hier die Drums gezogen. Alter, der ist low. Weil eigentlich tust du bei dem ersten Boss Drums oder halt HT ziehen. Und also auf beiden Seiten, bei dem eigentlich eher nicht. Weil der kann ja nix. Aber naja, gut. Oh, das Viech aus dem Jenseits kommt.
Okay, ist es despawned? Soll ich ihn durchtanken? Ich bin jetzt gerade mit dem Überlegen. Wie viel hat er denn jetzt schon? 155%. Okay, jetzt, oh gut, das Ding ist unter ihm gespawnt, da konnte ich jetzt auch nichts machen. Wie viel Prozent haben wir? 72. Schauen wir mal, wo offen ist. Wir können hier eigentlich ein bisschen was skippen. Alter, was ist mit dem... Wie ist denn der jetzt bitteschön gestorben? Bro. Aber wie? Wir können eigentlich hier die Mobs skippen. Jetzt schauen wir mal, ob da offen ist. Ach, bitte. Da ist nicht offen. Müssen halt nach oben. Einfach hier runter, oder? Ja, ihr könnt halt, die DDs können da schon weiter drauf hitten, dass er halt langsam mal stirbt. Irgendwo hier. Hier können wir ein Dingsen. Hier kommt zwar eine Putt vorbei, aber das müsste eigentlich etwa passen. Wir brauchen ja eh noch ein bisschen Trash. Machen wir rechts und links die Gruppe weg. Geht der noch down? Na gut, aber so viel macht das tatsächlich gar nicht. Ich hätte es gedacht, das haut mehr rein. Wo ist die Putt? Nicht da anscheinend? Okay, gut. Dann hauen wir Inka nochmal raus. Was haben wir es denn? Alter, dieser Strahl, ne? Der ging bis dahinter. Habt ihr das gesehen? Bis dahinter ist der Schrei gegangen. Okay, ich mache jetzt die andere Seite auch noch weg. Safety first. Also du kannst sie theoretisch komplett stehen lassen, ne? Aber wenn sie halt geaddet werden, wipe dich das halt meistens und ja, muss ja nicht sein. Jetzt musst du halt wieder so ein Viech drin spawnen. Aber es ist Melee Damage, ne? Also wenn ich aktiv Mitigation hochstack, dann geht's eigentlich echt. Jetzt haben wir halt für den Kackboss keine HT. Ist der Pala jetzt gerade erst wieder aufgetaucht? Ach, fuck it. Da bin ich zu weit vorgelaufen, das war jetzt my bad. Parried mich halt. Der eine ist halt gestunt. Der andere parried halt. Okay. Das gefällt mir jetzt weniger hier. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ah, ah. Da kam das Viech noch. Also das war jetzt... Und ich glaube, ich habe auch noch einen Volcanic gefressen, weil ich so auf dieses Viech fokussiert war. Alter, da kommt schon wieder eins, ne? Den haben wir jetzt nicht so weit runtergebracht.
Ja, der Boss kann relativ ätzend sein. Aber gut, das ist halt kein Boss-Buff, ne? Da geht das dann halt. Oh, hier mit Chaos Bolt, ne? Da kann dann schnell Feierabend sein. So, welcher wird groß? Der hier, oder? Ja, dachte ich mir schon fast. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen mit dem einen Ding. Dann müssen wir mal gucken, wo offen ist. Na, da kommt schon wieder einer. Hier, ein böser Dude. Ah, okay, hier oben ist eine Putt, die müssen wir halt machen. Das hilft halt nichts. Wir haben jetzt nur 17 Minuten, ja. Also wenn wir jetzt keinen groben Scheiß bauen, müsste das eigentlich relativ easy ausgehen. Jetzt bei dann gleich 80%, wenn wir die beiden noch down haben. Dann haben wir noch zwei Mobs, die wir so machen müssen. Nee, da gehen wir nicht lang, Leute. Hier lang müssen wir. Wieder zurück. Müssen wir halt schauen, wo die Tür offen ist. Ob die hier offen ist oder auf der anderen Seite, ne? Okay, hier ist schon mal offen. Achso, wir müssen eh den einen machen, ja. Wo sind denn die ganzen anderen? Die sind alle noch in dem Portal-Ding drin. Da können wir auch noch die Tür aufmachen. Okay. Ich würde jetzt erstmal den spielen und dann den anderen noch. Wo sind denn die? Aber jetzt ohne Heiler da rein macht wenig Sinn. Castet der hier durch, der. Ah fuck, die sind schon drin? What the fuck? Ist halt jeder woanders hingelaufen, na wunderbar. Alter Hexer, keine Ahnung, wo der ist. Ja, das war jetzt nix. Das war jetzt richtig großer Shit. Ja, den können wir jetzt da mitziehen. Welcher ist denn das, der da im Eck noch steht? Das ist, glaube ich, die. Ist das die Spinne? Oder ist. Nee, das ist nicht der Hardhitter-Dude, ne? Spinne. Okay, aber die Spinne kannst du mit dem Endboss zusammen machen. Die kann halt nix. Die Spinne kann überhaupt nix. Haben wir denn? Ach, der DEH hier mit im. Oh fuck, ich muss auch das Ding klicken, ne? Ich bin so ein Gammler, echt. Jedes Mal laufe ich dann weiter. Also, die Spinne kann eigentlich ja nix. Hey, ich grüße dich und wünsche dir auch einen schönen guten Abend. Also, die Spinne kannst du tatsächlich mit dem Endboss machen, meiner Meinung nach. Da können wir dann auch nochmal HT ziehen. Müssen halt bloß die Spinne am besten fokussen. Okay, dann gehen wir da mal ein bisschen weg von der Kerze.
Ah, fuck, mein zweiter Account ist gerade ausgeloggt, den muss ich jetzt dann gleich wieder einloggen. Warte mal, ach doch, der Parler ist da, ich wollte gerade sagen. Fehlt uns da einer, aber der ist auch am Stissel. Ich weiß gar nicht, ob uns dann die Mobs hier nur reichen. Wir können auf Nummer sicher gehen am Ende. Also wir können dann auch nochmal hochgehen, oben ein paar Dudes umboxen. Können auch hier AT ziehen, ist eigentlich wurscht. Falls wir es verkacken, können wir es dann beim Endboss nochmal ziehen. Immer noch drei Battle Rats. Und jetzt macht das halt nochmal. Ich muss da blöderweise rausgehen. Bucket spawnt das da auch noch drauf. Das ist das, wenn halt alle Voids uns dann gleichzeitig kommen. Ich hätte auch die ganze Zeit auch einen GS nutzen können, sehe ich ja. Wir haben ja einen Hexenmeister, ne? Aber GS habe ich mir mal wieder nicht gebindet. Richtig expertenmäßig. Extra hier Baumrinde gezogen. Wenn ich schon gesehen habe, dass der eine Typ kommt und die Heilung, dachte ich mir, gleich mal ein bisschen vorbereitet sein drauf auf den Big Damage. Ja, dann lass halt oben die Spinne holen und hier die kleinen Mobs dann skippen. Das können wir auch machen. Die sind ja auch mal ein bisschen ätzend. Dann sind wir halt auf der sicheren Seite. Meinst, aber die kleinen reichen doch nicht, oder? Lass mit dem letzten Boss. Okay, wenn du meinst. Dann machen wir das so. Dann haben wir halt einige kleine. Oh, das wird hart. Alter! Okay, das war dann doch zu... Hat er hier... Ah, das war vielleicht keine gute Idee. Die jumpen nämlich. Ah, okay, das war keine gute Idee. Ja, das war jetzt ein Shit-Pull. Die sind mit verstärkt zu stark. Da alle zu pullen war jetzt tatsächlich eine ziemlich dumme Idee. Ich hab das Jenseits-Ding. Also das hat jetzt hier keinen... Ja. Das hat jetzt halt zwei, drei Tote gekostet, weil die halt dann instant ihn umholzen. Aber gut. Hätte die einzeln pullen sollen. Komm her, scheiß Miniboss. Okay, der Miniboss ist gleich down. Kick den mal weg, dass er interrupted ist. Gute
Naja, also die Spinne geht halt echt, die kann halt eigentlich nichts. Um ehrlich zu sein, ne? Die Spinne, die kann nix. Ja, jetzt habe ich einen Umhang auf Cooldown. Komm, ich sitze es einfach aus, das Ding. Heil mich ein bisschen gegen. Hütet euch. Lebt jetzt aber schon ganz schön lang hier. Nachdem müsste ich dann 7 in Time haben und dann fehlt tatsächlich nur noch, ja, nur noch 5, ne? Dann sieht's eigentlich ganz gut aus. Ach super, da spawnt halt gleich nochmal einer. Er zockt einen schon ordentlich runter, ne? Ja, ich sollte vielleicht dann doch die anderen Handgelenke anziehen. Weil die Mobs sind halt schon nervig. Das bisschen Echoing Void, oder? Was ist es? Zwielichtsding ist im Moment stärker, ne? Als Echoing Void. Wiederhallende Leere, 6%. Zwielichtsverwüstung. Warte mal, ist das jetzt... Ach, das ist der Boss... Ah ja gut, hier hast du halt viele Ads dabei, ne? Ups, ich habe versehentlich das Ding aufgehoben, sehe ich gerade. Gut. Damit haben wir's. 6 Minuten irgendwas drüber. Eine Hose, die brauche ich nicht. Easy peasy. Ja, das hat doch gut funktioniert hier. Hat doch gut funktioniert. Oh, was hat der hier? Oh, ein Z-Ring. Uiuiuiuiuiui. Gut, für das Video war's das. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.